Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Splatoon Online bei eurem Feuerstachel. Heute mit dem Ziel Elite 3K und einer neuen Map, nämlich Camp Schützenfisch. Dies heißt im Englischen Camp Triggerfish. Der englische Name ist mal wieder etwas cooler, aber naja, ist ja nur meine Meinung. Der Ziel Elite 3K setzt nochmal so ein kleines i-Tüpfchen mehr an Reichweite als der normale Elite 3K drauf, hat dafür aber auch etwas mehr Aufladezeit und etwas weniger Beweglichkeit bekommen. Naja, soll uns fürs Erste nicht stören. Er kommt mit der Instabombe und dem Echolokator als Spezialwaffe. Die Splatfest-Ergebnisse liegen uns nun vor. Oha! Es folgt das Team mit den meisten Stimmen. Nun, mach schon! Und... Tralalala! Trommelwirbel! Bim! Tada! Team Mampf hat 63% der Stimmen und Team Schnarch 37%. Das heißt, in diesem Aspekt hat Team Mampf auf jeden Fall gewonnen. Juhu! Och, Menno. Na, wie lief es bei euch? Zur nächsten Verkündung. Los, los! Wer hat die meisten Siege abgesandt? Na, komm schon, sag schon! Tralalala! Trommelwirbel! Bäm! Tada! Team Schnarch hatte trotzdem mehr Prozent Siege als die Mampf. Erstaunlich. Erstmal einen fetten Applaus dafür. Team Schnarch hat nämlich 52% und Team Mampf nur 48% der Siege gewonnen. Schon ein gutes Ergebnis eigentlich. Nein! Egal welches Ergebnis, kein Trübsal bitte. Und nun das Endergebnis. Ganz genau. Sieger Team des Splatfests ist... Nun mach schon. Tada! Sehr, 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 sehr knappes Ergebnis. Team Mampf hat mit 159 Stimmen gewonnen und Team Schnarch leider mit 141 Stimmen bzw. Punkten? Ja, ich glaube, das sind ja Punkte. Verloren! Da hast du dran zu knabbern, was? Es muss ein schlechter Traum sein. Wir haben uns tampfhart durchgebissen. Wir waren auch nicht übel. Puh, bin ich müde. Nicht vergessen, wer beim Splatfest dabei war. Den erwarten im Zentrum Preise. Bis nächstes Mal. Und ich hatte den Splatfest-Titel volle Kanone Mampf-Fan erreicht, da ich leider nur einen Part im Splatfest aufnehmen konnte. Dadurch habe ich 6 Supermuscheln erhalten und musste mein Splatfest-Shirt erneut zurückgeben. Und der Kampf beginnt, liebe Freunde, entweder in Moränentürmen oder im Camp Schützenfisch, der heute neu erschienenen Map. Und es wurde zuerst das Camp Schützenfisch und wie der Name hier schon sagt, sind die Konzentratoren hier an erster Stelle. Denn die Map ist wirklich sehr offen und sehr weit gezogen. Das heißt, man kann die Strecken ohne Probleme mit den Konzentratoren auf einmal beflecken. Das heißt, wobei nicht auf einmal, aber eben an einem Stück. Das heißt, die gesamte Länge des Konzentratorschwalls wird gut verwendet. Das heißt, man kann hier ohne Ende Punkte mit den Konzentratoren sammeln. Aktuell habe ich schon 100 innerhalb von 15 Sekunden. Richtig genial. Leider gehen die Strecken dann auch irgendwann aus, beziehungsweise wurden schon von den Gegnern oder seinen Teamkameraden befleckt. Jan Leiknin, das war ein guter Schuss. Das war echt ein guter Schuss. Er hat auch den Ziel Elite 3K. Und darauf will ich jetzt auch zu sprechen kommen. Warum so viele die höchsten Konzentratoren nehmen? Denn bei den Konzentratoren ist es nicht so wie bei den anderen Waffen so, dass es jeweils eine speziell andere Waffe ist. Nein, die Konzentratoren umfassen meiner Meinung nach alle unter ihnen. Das heißt, wenn man den höchsten Konzentrator hat, hat man aber praktisch alle Konzentratoren, die unter ihnen gestellt sind. Das heißt, eben von der Reichweite und von der Stärke her unter ihnen gestellt sind. Das heißt, wenn man ein Ziel Elite 3K hat, hat man zum Beispiel auch den Zielkonzentrator, den normalen Konzentrator und den normalen Elite 3K in einem. Denn man kann jederzeit bestimmen, welche Reichweite man jetzt haben will. Und die Beweglichkeit nimmt auch erst mit dem hohen Aufladestatus ab. Das heißt, ich kann es jetzt mal kurz demonstrieren. Wenn man hier einfach nur so auflädt, dann nimmt erst mit der Zeit die Beweglichkeit ab. Am Anfang hat man immer noch eine ziemlich hohe und erst dann gegen Ende wird man sehr träge. So kann man entscheiden, ob man jetzt wirklich eine hohe Reichweite haben will, dafür etwas weniger Beweglichkeit oder hohe Beweglichkeit, dafür aber eine etwas geringere Reichweite. Man muss halt dementsprechend schnell abdrücken und das hat mich schon wieder erledigt mit seinem Ziel Elite 3K. Ich glaube, der Jan Leiknin ist heute ziemlich gut dabei. Aber das war erstmal was zur Waffe. Jetzt will ich mal näher auf die Map eingehen. Sie hat wirklich sehr viele Abzweigungen, welche man auf den ersten Blick gar nicht wirklich erkennt als wirkliche Strecke, wo man wirklich lang gehen kann.
So kommt es auch beim Endergebnis aktuell noch dazu, dass meistens nur 80% insgesamt ausgefüllt werden und nicht wie bei den anderen Maps so 90-95%. Denn sie ist wirklich sehr weitläufig und hat viele Bereiche, die man am Anfang gar nicht denkt, dass man sie wirklich bekleckern kann. Den habe ich ein bisschen verfehlt, ich will den mir aber noch schnappen. Komm her, kleiner Freund, komm her. Ja klar, erledig mich mit deiner Heuboi oder versuch's zumindest. Kriegst du trotzdem nicht hin? Okay, hat er hinbekommen. Muhammad hat mich erledigt mit seiner 52 Gallon. Okay, gibt's irgendwie noch so weitläufige Strecken bzw. Abzweigungen, die ich zeigen kann? Ah, hier zum Beispiel. Denn hier gleich am Anfang denkt man, hier kann man gar nicht hochgehen. Kann man aber doch, und hier oben ist dann ein weiterer Bereich, den man dann ausfüllen kann. Diese Punkte werden meistens einfach links liegen gelassen, aber sie zählen auch dazu und sie können am Ende dann doch entscheidend werden. Das heißt, einfach mit einsacken und schon habt ihr sie. Jetzt kommen auch gleich alle anderen drei zu mir, deswegen, ja, schon eine ganz coole Sache, wenn man diese Bereiche auch mitentdeckt. Außerdem kann man hier von hier oben gleich zum gegnerischen Bereich runterjumpen und auch hier weiter einsplätten. Das heißt, macht es so und ihr könnt euch in die gegnerische Base einfach so einschmuggeln. Denn den Weg kennt bis jetzt, glaube ich, noch ziemlich wenige. Okay, ich wurde erledigt. Von wem? Vom Dennis wahrscheinlich, weil der hat seinen Dualplatz schon mal wieder ausgerüstet gehabt. Aber wer hat jetzt letztendlich gewonnen? Wir haben verloren 33,2% zu 46,5%. War aber auch irgendwie zu erwarten. Mal schauen, wie viele Punkte ich insgesamt habe. 582, ich war Platz 1 aus meinem Team, hatte eine KD von 1:4. KD war nicht allzu gut, aber man muss auch sagen, ich habe viel erzählt. Deswegen könnte man es halbwegs verkraften. Und wir sehen uns dann gleich wieder im nächsten Match. Und der Kampf beginnt, liebe Freunde. Und schaut euch mal die Lobby an. Level 4, 4, 9, 1, 4. Warum? Was ist los mit dem Matchmaking? Okay, ich glaube, diese Runde wird etwas leichter werden als die letzte. Das heißt, so 600 Punkte dürften auf jeden Fall drin sein, ohne den Siegbonus. Außerdem können wir so auch noch ein bisschen die Atmosphäre in dieser Map hier genießen. Weil dank den schwächeren Gegnern dürfte man ja auch nicht allzu sehr an seine Grenzen kommen. Okay, Theo stürmt schon mal eiskalt nach vorne. Ich hoffe mal, er packt sie auch. Aber ich denke, ja, er wird es auf jeden Fall packen. Was sich auch noch aufgefallen ist, oder was mir auch noch aufgefallen ist, die Wege, die hier nach oben leiten, das heißt, dieser Block kommt erst gegen Ende des Levels. Das heißt, am Anfang ist er noch gar nicht da und man kann auch noch nicht nach oben. Deswegen sofort, wenn er da ist, dann nach oben gehen, weil so kommt man direkt zur gegnerischen Base rein. Das finde ich einfach nur klasse. Das ist so ein richtiger Geheimtipp bis jetzt, denke ich noch. Wahrscheinlich kennen ihn schon Unmengen an Menschen, aber ich denke mir einfach so, ich hab's euch gesagt, falls ihr es noch nicht wusstet. Habt ihr es auf jeden Fall jetzt gewusst. Ist da vorne irgendein Gegner, den ich jetzt wegsnipern kann? Nee, schade. Okay, latsche ich einfach mal eine Runde außen rum und bin dann gleich auch mit da vorne. Warum war noch keiner? Naja, egal. Kein Job, den Frau Plutz, Frau Florian nichts erledigen kann. Einfach hier durchlatschen und schon habe ich die ganze Strecke für mich errungen oder für mein Team eben. Weil wir sind Team Pink. Wir werden auf jeden Fall gewinnen. Auch wenn ich Pink eigentlich nicht ganz so sehr mag. Pink an die Macht, liebe Freunde. Okay, komm. Hier auf jeden Fall nicht in die Tintenfischsporen wechseln. Ansonsten ist man hier schnell Geschichte. Schneller als man denken kann oder schneller als es das sagen kann. Schneller als man das sagen kann, liebe Freunde. Deswegen auf jeden Fall nicht in den Abgrund jumpen, sondern einfach hier ganz normal weitermachen. Ich meine, lasst euch da oben einfach ein bisschen Zeit, latscht da ganz normal in der humanoiden Form drüber und ihr seid safe. Kein Risiko eingehen, wirklich, weil ansonsten ihr seid da viel zu schnell weg. Okay, kann ich den... Ich kann die Strecke sogar komplett einfärben. Mal schauen, wie hoch die Reichweite wirklich ist. Komme ich bis da vorne hin? Okay, jetzt will ich mal schauen, wie hoch die Reichweite wirklich war. Ich kam bis ans äußerste Ende ran. Alter, der Zieleliter 3K hat eine wirklich beeindruckende Reichweite. Okay, wo sind die Gegner aktuell? Okay, da oben ist einer. Was zur Hölle? Achso, der hatte gerade einen Jumper-Jump gemacht. Ich habe gedacht, hey, warum kann der auf einmal fliegen? Total komisch. Okay, ich habe aktuell schon 500 Punkte. Die 600 sind auf jeden Fall noch mit drin. Ist hier irgendwo ein Gegner da hinten? Da hinten. Zwei sogar. Okay, weg ist er. Hat er mich auch noch mitnehmen können? Jeremiah. Von Lex Roller geplättet. Wo hat er mich bitte schon erwischt? Oder das hat einfach nur total geleckt. Und der hatte mich dann schon seit Ewigkeiten mitgenommen. Kann natürlich auch sein, aber das war auf jeden Fall ziemlich fies, weil ich habe gar nicht gesehen, dass der geschwungen hatte. Und schaut, jetzt zum Beispiel ist dieser rote Block wieder hier. Und man kann auch da nach oben gehen. Deswegen nehme ich den Weg hier mal gleich in Anspruch. Und gehe dann direkt vor zur gegnerischen Base. Hat anscheinend schon ein anderer meiner Kollegen gemacht, denn man sieht hier schon etwas pinke Farbe. Finde ich cool, dass ihr auch so handelt wie ich. Und dann sind wir gleich unten in der gegnerischen Base drin. Oh, ich hätte schon gedacht, ich falle in den Abgrund. Wäre fies gewesen. Aber naja, war doch nicht ganz so fies von Nintendo gestaltet. Denn da unter dem Gitter war noch fester Boden.
Okay, hier oben noch irgendeine Strecke, die ich kurz einsplitten kann. Hier drüben zum Beispiel. Bumm. Na, konnte ich wenig noch mitnehmen. Habe ich meine 600 Punkte erreicht. Wir haben auf jeden Fall knallhart gewonnen. War aber auch irgendwie abzusehen gegen ein Team mit so niedrigen Levels. Aber naja, wenn das Matchmaking es eben so will, dann ist es eben so. 58,4% zu 18,2%. Okay, das gegnerische Team war wirklich Level 1, Level 20, Level 4, 4. Also sie waren wirklich etwas schlechter bestückt, muss man mal so sagen. Und dann würde ich sagen, wenn euch der Part gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben, Daumen mich zu unterstützen und es mich auch gleichzeitig wissen zu lassen. Und wie immer könnt ihr mich kostenlos abonnieren, um nichts von meiner Wenigkeit jemals mehr zu verpassen. Und wie immer, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Jo Leute, euer Feuerstachel. Haut rein und ciao.